soll es also um Koichi, den Zwillingsbruder von Kochi, gehen. Und zu ihm habe ich mir gleich zwei Fragen ausgedacht. Einmal habe ich mir über die Tatsache Gedanken gemacht, dass Kirubimon ihn ja wirklich von vorne bis hinten ausgenutzt hat, weil er ja in ihren Augen so gut für die Spirits der Finsternis veranlagt war. Und als ich so durch mein Material geschaut habe, ist mir die Frage durch den Kopf gegangen, ob sie am Ende denn nicht vielleicht tatsächlich selbst daran schuld war, dass Koichi die Seiten wieder gewechselt hat. Aber warum ich darauf komme, das würde ich mir noch für später aufheben. Denn weiterhin ging mir so durch den Kopf, ob man Koichi nicht vielleicht auch mit Ken als Digimon Adventure vergleichen könnte. Oder geschweige denn, ob er von diesem Charakter inspiriert wurde. Denn wenn man sich die beiden mal genauer ansieht, merkt man doch schnell, dass beide Charaktere ja eigentlich mal böse waren, aber wieder gut wurden. Beide hatten doch sehr, sehr starke Familienprobleme. Der eine stand immer im Schatten seines großen Bruders und der andere hat erstmal mit 11 Jahren erfahren, dass er überhaupt einen Zwillingsbruder hat. Trotz allem gibt es auch eine Ausnahme. Während Ken ja eher einen älteren Bruder hatte, waren Koichi und Kochi Zwillingsbrüder, auch wenn sie leider sehr früh voneinander getrennt wurden. Denn Kochi lebte ja bei seinem Vater und hatte es gar nicht mal ganz so schlecht, während Koichi bei seiner Mutter lebte, von der wir ja auch wirklich wissen, dass sie sehr, sehr hart geackert hat, damit es Koichi auch ja nicht fehlte. Und was war der Dank von allem? Koichi ist einfach mal auf die dunkle Seite der Macht gewandert. Der Fairness halber muss man ja dazu sagen, dass es wirklich nicht ganz unfreiwillig war. Man konnte seine Zweifel durchaus nachvollziehen, denn man muss sich mal vorstellen, Koichi hat einen Zwillingsbruder, von dem er erst erfährt, als er 11 Jahre wurde, beziehungsweise in dem Moment, als seine Oma gestorben war. Seine Mutter hatte ihm ja wirklich nie was von Koichi erzählt. Und dann merkt er auch noch, als er Koichi besuchen gehen will, dass es diesem Jahr ganz gut geht und dass er scheinbar eine neue Mutter hat. Man erfährt ja auch in den Rückblenden, dass Koichi wirklich oft versucht hat, seinen Bruder anzusprechen, aber er hat es einfach nicht geschafft. Auch wenn man schon fast meinen könnte, dass sich hinter Koichi ein kleiner Stalker versteckt. Denn an jenem Tag, als Koichi in die Digi-Welt aufgebrochen war, verfolgte Koichi ihn tatsächlich bis zum Bahnhof hin, aber er hat hier leider wirklich sämtliche Gelegenheiten verpasst, mit ihm zu sprechen. Und habt ihr euch nicht eigentlich auch schon mal gefragt, ob Koichi nicht auch eine SMS bekommen hatte, welche ihn eigentlich in die Digi-Welt führen sollte? Ausschließen kann man es ja wirklich nicht. Aber Koichi war ja wirklich so sehr auf seinen Bruder fixiert, dass er es wahrscheinlich, selbst wenn er sie bekommen hätte, dass er es einfach nicht wahrgenommen hätte. Die beste Gelegenheit verpasst er auch noch, denn er hätte ja im Fahrstuhl in aller Ruhe mit Koichi reden können. Aber stattdessen wissen wir ja, dass es zu einem wirklich unschönen Unfall kam, den auch noch Betas Kirubimon einfach ausgenutzt hat, denn Koichi begann ja sich einzureden, dass wirklich niemand auf ihn achtete und dass Koichi ja vermutlich auch gar nicht wisse, wer er eigentlich ist. Wobei man hier ja der Fairness halber dazu erwähnen muss, dass es umgedreht ja eigentlich genauso war. Koichi hatte ja bis vor einer kurzen Zeit vermutlich ja auch nichts von Koichi gewusst. Jedenfalls hatte Kirubimon in diesem Moment beschlossen, ihn sich unter den Nagel zu reißen, weil ihr ja die Dunkelheit, die er im Herzen trug, so sehr faszinierend fand, dass sie beschloss, dass der Spirit der Finsternis perfekt zu ihm passten. Und man muss ja schon sagen, wenn man sich das mal so vor Augen wirft, ohne zu wissen, dass in ihm ein Mensch steckt, ist er ja mal wirklich ein knallhartes Digimon. Erst tut er immer einen auf Außenseiter, er will nichts mit Lanamon und den anderen zu tun haben, bis Mercurymon dann irgendwann mal die Nase voll hat und ihn so weit anstachelt, dass er sich die anderen Digi-Ritter mal anschaut, nachdem er mal kurz Hallo sagt und seinen Kameraden einfach mal mit vernichtet. Und man könnte ja schon fast meinen, als dass man in diesem Kampf den Digi-Rittern gegenüberstand, dass sich das Blatt vielleicht das schon hätte wenden können, weil er ja zurückgewichen war, als Kendogarurumon sich vor Agunimon geworfen hatte und Takuya daraufhin seinen Namen gerufen hat. Und eigentlich hätte die
die anderen ja den Moment ausnutzen und dass man angreifen können, aber sie waren viel lieber darüber verwundert, warum er sich denn so plötzlich zurückzog. Auch dass er so starke Schmerzen hat, war ihnen auch noch egal. Aber zu dem Moment, als der Kochis Namen das erste Mal gehört hat, es an den ihn zu arbeiten und er hinterfragte sich ja oft, wer Kochi eigentlich war. Und weil er ja so unbedingt Antworten haben wollte, ging er ja sogar so weit, sich Kochis Erinnerungen unter den Nagel zu reißen. Aber mit dem Endeffekt, dass er mit ihnen einfach nicht klar kam. Aber auch hier ist, dass man nicht ganz selbst schuld, denn wenn er ja in dem Moment schon wieder zu sich gekommen wäre, wäre es ja viel zu einfach gewesen. Deshalb musste Chefin Kirugimon erstmal mit einem Energy Drink der Dunkelheit nachhelfen und alle Zweifel waren passé. Er will nicht nur weiterhin die Welt in Finsternis hüllen, nein, es werden ihn auch sämtliche Meinungen durcheinander gewirbelt, bis er sogar zu dem Schluss kommt, dass Finsternis und Licht immer Feinde sein müssen. Danach beschließt er ja, Beowulfmon vernichten zu wollen. Als Beowulfmon es aber einmal geschafft hat, das Blatt zu wenden, taucht ja Kirugimon auf, um Plasmon seinen Hasmo zu geben. Aber findet ihr denn nicht auch, dass Kirugimon Beowulfmon auf diese Art und Weise gerettet hat? Denn Beowulfmon wollte das von ja auch vernichten, aber er wusste ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die beiden Brüder waren. Und fragt ihr euch denn nicht auch, was es denn mit Kochi gemacht hätte, wenn es ihm tatsächlich gelungen wäre, ihn zu reinigen, wenn nicht sogar zu töten, wenn er diesen Fakt noch gar nicht gewusst hätte? Immerhin hat er ja auch, als die Wahrheit schlussendlich am Licht kam, zuerst mehrere Male betont, dass er nicht gegen seinen eigenen Bruder kämpfen würde. Ich denke schon, dass Kochi am Ende wahrscheinlich den Platz seines Bruders eingenommen hätte, weil er ganz einfach mit den quälenden Gedanken, was er seinen Bruder angetan hätte, nicht klar gekommen wäre. Oder was meint ihr? Kommen wir nun zu meiner zweiten Frage, die sich ja damit beschäftigt hat, ob Kirugimon am Ende selbst daran schuld war, dass sie Koichi wieder verloren hat. Wir wissen ja auch noch, dass Kirugimon Koichis Erinnerungen wieder geweckt hat, um ihn an den Schmerz zu erinnern, welche seine Familie ja in ihm ausgelöst hat, beziehungsweise die Familie, die er ja nicht kannte, also den Teil von ihr, die hat ihm ja wirklich vor Augen geführt, dass Kochi in einer vermeintlich glücklichen Familie lebte. Auf der einen Seite war der Neid gegenüber Kochi groß, aber ich denke, es hat auch der Faktor viel mitgespielt, dass er einfach große Angst hatte, sowohl von seinem Vater, aber auch von seinem Bruder abgewiesen zu werden. Und das i-Tüpfelchen obendrauf war ja dann vermutlich noch der Punkt, dass Koichi darüber wütend wurde, dass Kochi ihn ja vermutlich erst gar nicht erkannt hätte. Diese ganzen Schmerzen wollte Kirugimon ja dafür ausnutzen, um ihn noch weiter in die Dunkelheit zu führen. Und ganz ehrlich, man kennt ja unsere lieben bösartigen Digimon nur viel zu gut. Jedes einzelne von ihnen hätte seinen Schmerz wohl auch ausgekostet. Als sie dann auch noch seinen Base-Spirit Welcomon aktivierte, schien das Chaos irgendwo perfekt sein, aber wiederum wurde dadurch ja auch langsam das Finale eingeleitet, denn bevor Welcomon ja einen großen Fehler tun konnte, hatte Orphanimon ja dafür gesorgt, dass er seine Erinnerungen wiederbekam. Und habt ihr euch an dieser Stelle nicht auch schon mal gefragt, warum Orphanimon das denn nicht schon viel, viel eher versucht hätte? Und kann es da nicht sein, dass Kirugimon vielleicht einen ganz großen Fehler gemacht hat? Ich stelle mir nämlich vor, dass sie die Finsternis in Koichi eigentlich verstärken wollte und dass sie deshalb auch seine ganzen Erinnerungen wieder erweckt hat. Aber ich vermute auch, dass sie vielleicht sogar vergessen hat, seine Erinnerungen danach wieder zu löschen, was wiederum von Orphanimon gemerkt wurde, weshalb sie dann beschlossen hat, dass es jetzt der richtige Moment wäre, Koichi seine Erinnerungen wiederzugeben, weil sie ja irgendwo in Koichi noch fest verankert waren. Und was meint ihr an dieser Stelle? War das einfach nur ein ganz großer Patzer von Kirugimon? Oder hat sie sich am Ende einfach nur selbst überschätzt und nie damit gerechnet, dass die Kraft des Lichtes so extrem stark werden könnte? Ich meine, immerhin war die Kraft des Lichtes ja wirklich so stark, dass Koichi aus dem Bann der Finsternis befreit werden konnte, wenn auch vermutlich nicht gerade schmerzhaft.
frei. Aber immerhin konnte man so auch eine der meiner Meinung nach besten Szenen im ganzen Digimon-Universum sehen. Und eigentlich würde ich euch ja die Szene mit Koichis Vergangenheit wirklich sehr, sehr gerne komplett zeigen. Aber ich vermute mal, dass YouTube da stark meckern würde. Leider. Beowulfmon hatte es ja am Ende geschafft, seinen Bruder zu reinigen, der danach ja erstmal einen kompletten 180-Grad-Wandel gemacht hat. Von der Bösartigkeit war ja wirklich nicht mal das kleinste, klitzekleinste bisschen mehr zu sehen. Auch wenn er in der ersten Zeit einfach nicht verstehen konnte, dass die Liga-Götter ihn nach seinen ganzen fürchterlichen Taten wirklich so offen empfangen haben. Und ich denke trotzdem immer noch, wäre Koichi nicht Kochis Bruder gewesen, hätte er es in der Gruppe vielleicht auch ein wenig schwerer gehabt. Koichi wurde einfach zu einem komplett ehrlichen und wirklich, wirklich treuen Kamerad, denn nicht einmal Kerubimon hatte ja die Chance, ihn wieder zu bekehren, auch wenn er ja zugegeben hat, dass er wirklich neidisch auf Koichi war. Aber durch das Gespräch, welches er ja mit ihm führen konnte, hat sich einfach mal komplett alles verändert. Er steht zu seinem Bruder und betont ja auch, dass die Finsternis keinen Einfluss mehr auf ihn hätte. Deshalb gelingt es ihm auch problemlos, Kerubimon zu plätten. Aber ich finde auch, dass man vor allem im Kampf gegen Eisdevimon gesehen hatte, dass Koichi wirklich bereit ist, alles für seine Freunde und für seine Familie zu tun, denn er nahm ja seinen ganzen Mut zusammen und nein, mit ihm will man es sich definitiv nicht verscherzen. Auch wenn man ja sagen muss, dass eine gewisse Sache kein Scherz ist, denn in der Digi-Welt treibt ja ein Geist namens Koichi sein Unwesen. Er wollte es ja auch erst selbst nicht einsehen, aber nach einigen vernichtenden Niederlagen den königlichen Rittern gegenüber blieb ihm keine andere Wahl mehr, denn er konnte ja immer wieder beobachten, wie Koichi und die anderen zwar von D-Codes aus der Digi-Welt umgeben waren, er hingegen aber leider nicht. Und ich denke doch, dass er sehr früh schon geahnt hat, dass da irgendwas im Busch sein muss, was Poseidamon ja dann auch leider bestätigte. Ja. Koichi befindet sich nämlich nicht in seinem Körper und man merkt an verschiedenen Szenen, dass es ihn wirklich sehr schwer zu schaffen macht. Man sieht auch sehr gut, dass er sich anderen eigentlich nicht anvertrauen möchte. Einerseits denke ich, dass er selbst davor Angst hat, sich die Wahrheit einzugestehen. Aber auf der anderen Seite will er auch die anderen, allen voran natürlich Koichi, nicht beunruhigen. Nicht, dass es dann noch am Ende so weit wäre, dass sie ihre eigentliche Mission vernachlässigen, um einen Weg zu finden, wie sie Koichi retten können, da es ja zu dem Zeitpunkt um die Digi-Welt ja wirklich sehr, sehr, sehr schlecht stand. Vermutlich ahnt er auch schon, dass er in Wirklichkeit vielleicht gar nicht mehr am Leben ist, denn grundlos wird er Koichi nicht gebeten haben, seine Mutter zu besuchen. Normalerweise hätte Koichi ihn danach ja auch einfach zu seiner Mutter zerren können, oder? Vermutlich war er ja auch deswegen bereit, die anderen vor Lutzemons Angriff zu beschützen, weil er sich selbst eingeredet hatte, nicht viel mehr für die Digi-Ritter tun zu können und weil er vermutet, dass sich sein Schicksal damit erfüllt hat, wenn er seine beiden Spirits der Finsternis Koichi gibt, da er ja über die Spirits des Lichts gebietet, weil sich damit ja auch das Licht und die Finsternis für die Digi-Ritter vereint hat. Und ich denke ja auch, dass Koichi einfach nicht damit gerechnet hätte, was für eine unglaubliche Kraft die Wünsche der Familie und der Freunde ausrichten können, da er sich ja nach seinem Unfall etwas später wieder über die allerbeste Gesundheit erfreuen konnte. Und am Ende ließ er ja auch Revue passieren, dass er nun froh ist, dass er sein Leben mit seinem Bruder teilen kann. So, was kann man denn jetzt über Koichi als ein Fazit sagen? Ich muss ja gestehen, dass ich mich bei ihm so überhaupt nicht schwer getan habe. Ähnlich wie es bei der guten Zoe der Fall war, auch wenn mein Urteil über ihn in eine vollkommen andere Richtung geht. Koichi zieht für mich definitiv zu einem meiner Lieblingscharaktere. Er ist für mich einfach ein sehr, sehr, sehr interessanter Charakter, der eindeutig zeigt, dass die Dunkelheit nicht immer das Schlechte oder auch das Böse sein muss, denn er wurde ja nach seinem 180-Grad-Wandel ein wirklich wertvoller Verbündeter für die Digi-Ritter, was ja auch nicht nur damit zusammenlag, dass es ohne ihn Susanoomon niemals gegeben hätte. Ich bin einfach auch immer noch der Ansicht, dass Koichi
die Koji einfach gut getan hat. Denn man konnte so ja nochmal sehen, wie wichtig Koji seine Familie ist. Sonst hätte er sich wohl auch kaum das Versprechen abnehmen lassen, dass er seine Mutter besuchen gehen würde, wenn sie dann erstmal wieder zurück in der Heimat waren. Und ich finde, zwischen den beiden, es ist einfach mal eine komplett andere Handhabung zwischen Licht und Dunkelheit, wie es zum Beispiel im Digimon Adventure Universum der Fall war. Da unsere gute Kari ja wirklich immer sehr, sehr stark von der Dunkelheit anfällig wurde. Und vor allem in dem Vergleich dazu finde ich es einfach mal so faszinierend, dass man Licht und Dunkelheit einfach mal als Geschwister darstellt. Und wenn man ja auch sieht, dass es tatsächlich funktioniert. Auch wenn man verstehen kann, dass Koichi am Anfang noch so scheu gegenüber den anderen war. Immerhin hat er ja als Gastmann wirklich sehr, sehr viel Mist gebaut. Und bei mir war es dann auch tatsächlich so, dass mir Koichi schon sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen ist. Was bei mir bei neuen Charakteren eher tatsächlich selten der Fall ist. Aber bei ihm hat halt einfach alles gepasst. Man hat ihm einfach seinen Wandel richtig abgenommen. Man konnte auch einfach nachvollziehen, warum er diese ganzen negativen Gedanken hegte. Und demnach war es ja auch umso schöner, als die Gruppe wirklich beschlossen hat, ihn einfach so mit offenen Armen zu empfangen. Wobei ich ja immer noch glaube, dass bei Koichi der Faktor eine Rolle gespielt hat, dass er nun mal Koichis Bruder ist. Denn wenn man mal so an Adventure zurückdenkt, Ken wurde ja erst nicht so ganz mit offenen Armen empfangen. Aber jetzt möchte ich auch meine Frage beantworten vom Beginn des Videos an. Dort habe ich ja die Vermutung gehegt, dass Koichi von Ken inspiriert wurde. Und weil ich ja auch am Anfang die Ähnlichkeiten aufgezählt habe, würde ich schon definitiv sagen, dass Ken eine Inspiration für Koichi war, was meiner Meinung nach aber auch vollkommen in Ordnung ist, denn mit Koichi hatte man ja dann doch nochmal einen komplett anderen Weg eingeschlagen, der aber auch funktioniert hat. Was haltet ihr denn von Koichi? Schreibt eure Meinungen zu ihm sehr, sehr gerne in die Kommentare. Kennt ihr denn schon meine Videos über Kari und Ken? Wenn nein, könnt ihr sie sehr, sehr gerne noch einmal nachholen. Und vergesst nicht, das Video zu liken und ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.